Ja Leute, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal Fly Fishing Chronicles. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Tutorial, und zwar ein Tutorial über das Streamerfischen auf Forellen in Flüssen. Und wenn ihr dieses Video durchgeschaut habt, dann kann ich euch garantieren, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was für Gerät ihr braucht, was für Zubehör ihr braucht, welche Schnüre über die Vorfächer, welche Fliegen ihr fischen solltet, wo ihr fischen solltet, wann ihr fischen solltet. Es lohnt sich also, das Video bis zum Ende durchzuschauen, und ich bin sicher, der eine oder andere Tipp auch für den Fortgeschrittenen unter euch ist auch mit dabei. Ja, sei erstmal zu klären, warum sollte man denn eigentlich Streamer fischen und nicht Trockenfliege oder Nymphe? Die Vorteile vom Streamer liegen durchaus auf der Hand. Erstens, ein Streamer ist quasi so der Crankbait unter den Fliegen. Das heißt, man kann sehr schnell, sehr effektiv, sehr viel Wasserfläche absuchen. Man findet die Fische schneller, man bekommt so einen Überblick, ob was geht, wo was geht. Und man hat durchaus eine Chance, auch eine richtig große Bachforelle zu fangen. Kommt natürlich darauf an, welchen Streamer man fischt. Es gibt natürlich ganz kleine Streamer, so Leech Patterns oder Woolly Bugger, bis hin zu wirklich großen Baitfisch-Streamern. Aber Streamer geben einem so die Möglichkeit, finde ich, sein PB so richtig nach oben zu schrauben. Es lohnt sich also für jeden unter euch, der wirklich mal jetzt eine große Bachforelle gezielt fangen möchte, die Streamer-Route rauszuholen, Streamer zu fischen. Und es macht natürlich auch Spaß, muss man ganz klar sagen. Ne? Streamerfischen macht Spaß, gerade wenn die Fische jetzt nicht am Steigen sind. Und jetzt Nymphenfischen, naja, es ist halt ein langsames Fischen, das Nymphenfischen. Mit Streamer kann man durchaus einfach, wie ich schon sagte, viel mehr Strecke machen. Ja, zu den Routen sei gesagt, dass Schnurklasse 6 und Schnurklasse 7 meine absoluten Arbeitspferde sind. Das sind einfach so die universellsten und gängigsten Schnurklassen im Bereich des Streamerfischens. Welche ich jetzt nehme, hängt von mehreren Faktoren ab, hängt vom Gewässer ab, von der zu erwartenden Fischgröße. Oder auch wie die Gewässer vor Ort sind. Wenn ich jetzt Hochwasser habe, das heißt, ich habe jetzt mehr Strömungsdruck, dann greife ich eher zur 7er Klasse als zur 6er Klasse. Und natürlich von den Streamern, die ich werfe. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise einen Streamer habe, der unbeschwert ist, so von dieser Größe hier, kann ich locker an Schnurklasse 6 werfen, kein Problem. Ist dieser Streamer jetzt vorne allerdings beschwert mit so einem Fischskal vorne dran, dann muss ich den schon an einer 7er werfen. Das macht an einer 6er dann einfach keinen Spaß mehr, weil das einfach beim Werfen zu sehr in der Schnur reinschlägt, und dann greife ich doch lieber zur 7er. Zu den Routen sei nochmal allgemein gesagt, dass ich solche Streamer-spezifischen Routen auf jeden Fall vorziehe gegenüber jetzt normalen Süßwasserrouten, sage ich jetzt mal. Der Grund ist einfach dieser, dass sie sich bis unten in die Butt-Section halt durchladen, und das ermöglicht es uns, solche schweren Sinktipp-Schnüre gerade in Kombination mit einem Streamer und auch mit einem beschwerten Streamer viel besser, viel angenehmer zu werfen, weil die Schnur dann im Wurf nicht so reinschlägt, und das macht das Werfen erst richtig angenehm, muss ich sagen. Ne? Ich werde dazu nochmal ein extra Video machen, wo ich nochmal die Unterschiede zwischen Salzwasserroute, Süßwasserroute und Streamerroute genau erklären werde. Das ist ein bisschen ja, konfus, sage ich mal. Das ist aber Thema für ein anderes Video. Ich werde euch unten in die Videobeschreibung Link reinsetzen, wo ich nochmal die ganzen Streamer-Routen von den einzelnen Herstellern aufliste, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man so in das Streamer-Fischen so richtig reinkippt, sich eine entsprechende Route zu holen. Ja, zu den Rollen, die sind ganz kurz abgehandelt. Auf jeden Fall eine Large Arbor-Rolle. Die Vorteile einer Large Arbor liegen klar auf der Hand. Erstens natürlich schnelle Schnuraufnahme, denn wenn ihr eine 60er Bachforelle dran habt oder eine 60er Regenbogenforelle, die werdet ihr nicht einfach einstrippen. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eine Bremse brauchen. Das ist der nächste Punkt, eine gute Bremse und die lose Schnur, die ihr halt eingestrippt habt, schnell auf die Rolle zu bringen. Denn je mehr Schnur draußen ist, desto mehr Komplikationen kann es geben. Die Schnur kann sich immer irgendwo verheddern, und nichts ist schlimmer, dass sich die Schnur jetzt irgendwo um den Ast verheddert, während irgendwie so eine Akku 60er Bachforelle voll in die Strömung reinballert und davon schießt. Das heißt also Large Arbor, eine gute Bremse, und der Large Arbor verhindert auch, dass sich die Schnur, weil die halt in größeren Klängen aufgewickelt ist, weniger verdrillt. Na, und das bedeutet halt stressfreieres und weiteres Werfen für uns. Kommen wir jetzt zu den Schnüren. Schnüre sind eigentlich auch ziemlich schnell geklärt. Die meiste Zeit benutze ich Sinktippschnüre, kurze Sinktippschnüre für kleinere Gewässer, wenn ich so kleinere Gumpen habe, kleinere Rinnen ausfischen möchte, aber ich wirklich runter muss. Oder halt lange Sinktipps für größere Flüsse oder wenn Hochwasser ist. Gerne fische ich da die Schnüre von Scientific Angler aus der Reihe Sonar, die Sonar Titan Taper Schnüre, aber auch die Rio Outbound Shorts Schnüre sind ziemlich gut, muss ich sagen. Sind halt speziell für Streamerfischen gemacht, das heißt, die haben halt auch dieses höhere
Grain-Gewicht. Deshalb benutze ich auch entsprechende Ruten, um halt diese Schnüre überhaupt effektiv werfen zu können. Und generell favorisiere ich definitiv solche Vollschnüre. Man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, ich möchte jetzt eine Schwimmschnur fischen und dann Sinktipps vorne einhängen, solche Pulli-Leader. Kann man machen, allerdings ist natürlich das Abrollverhalten nicht so gut wie bei einer wirklichen Vollschnur, wo wirklich die schwimmende Nachschnur mit den Sinktipps verspeist sind und der Übergang halt fließend ist. Allerdings hat es natürlich wieder den Vorteil, wenn ihr gerade so Flusswanderungen macht und ihr wollt jetzt möglichst viel abdecken. Klar ist man dann ein bisschen universeller aufgestellt, man kann noch einen Foambug fischen, wenn man die Sinktipp weglässt, kann den Sinktipp einhängen, um dann einen Streamer zu fischen. Aber stellt euch das nicht so cool vor, denn wenn ihr das fünfmal irgendwie einhängen, wieder aushängen müsst, auch macht jetzt nicht so viel Spaß, sage ich jetzt mal. Dann macht man 3-4 Mal, dann hat man da auch keinen Bock mehr drauf. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich gehe jetzt Streamer fischen, dann würde ich auf jeden Fall eine richtige, spezielle Sinktippschnur fischen. Aber natürlich gibt es auch einen Platz für Schwimmschnüre, gerade wenn ich jetzt so Abschnitte habe, die an der Oberfläche unruhig sind, aber sehr flach sind. Ja, da kannst du keine Sinktipp reinballern. Ne? Die klatscht natürlich entsprechend auf und dann verscheucht du die Fische. Und da kann es schon sein, dass ich natürlich dann zur reinen Schwimmschnur greife, ein längeres Vorfach dran mache, einen Streamer mache, der nicht allzu schwer ist, das heißt, der nicht so einklatscht. Das heißt, dass ich alles so ein bisschen subtiler gestalte. Schwimmschnur, die sich schön abrollen lässt, längeres Vorfach, leichter Streamer, perfekt für flache, unruhige Bereiche. Und es gibt natürlich auch einen Platz für die Intermediate Vollschnur. Stellt euch vor, ihr seid an einem Gewässerabschnitt, wo das Wasser wirklich spiegelglatt an der Oberfläche ist, also ziemlich ruhig ist. Ja, es hat eine gewisse Tiefe und wenn ihr da natürlich dann jetzt eine Floating ablegt und die dann einstrippt, die furcht dann an der Oberfläche. Ne? Das heißt, dann verscheucht ihr die Fische. Wenn ihr da eine Sinktipp wieder reinhaut, die klatscht natürlich entsprechend an der Wasseroberfläche auf und dann sind die Fische auch verscheucht. Und das sind dann halt solche Stellen, wo ich dann zur Intermediate Vollschnur greife. Denn die Schnur lässt sich noch recht sanft ablegen, dann gebe ich ihr 2-3 Sekunden Zeit, dann sinkt sie zur Wasseroberfläche runter und wenn ich dann einstrippe, dann furcht nichts an der Wasseroberfläche und ich habe damit auf jeden Fall die besten Ergebnisse erzielt an solchen Stellen. Ja, kommen wir zu den Vorfächern. Bei den Vorfächern sei gesagt, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen kurzen Sinktipp. Hier sieht man den Sinktipp und das ist das Vorfach, hier schon der Streamer. Das ist vielleicht, was ist das? 20, 40, vielleicht knapp 50 cm lang. Der Grund ist ganz klar, wenn ich jetzt Strömung habe, ich habe eine Sinktipp, dann will ich ja direkten Kontakt zur Fliege haben. Dann will ich, dass die Fliege quasi in Höhe von der Sinktipp ist und nicht irgendwo oben in der Strömung rumgetrieben wird. Da bekomme ich die Bisse nicht mit, ich habe keine Kontrolle über die Fliege, ich kann sie nicht irgendwie animieren. Und bei Strömung, wenn das Wasser turbulent ist oder vielleicht auch angetrübt ist, da braucht man sich keine Sorgen machen, dass die Fische von der Flugschnur verscheucht werden. Gerade bei Sinkschnüre kann ich sagen, die haben null Scheucheffekt. Deshalb wählt das Vorfach sehr kurz bei Sinktippschnüren. Wenn ich jetzt natürlich an besagten flachen Abschnitt bin, wo ich die Floating-Schnur fische, da wollte ich dann natürlich ein längeres Vorfach wieder nehmen. Da könnt ihr jetzt an der Floating kein 50 cm Vorfach dran machen. Da würde ich dann je nach Gewässerbedingungen so 2,40 m bis ja, 2,90 m Vorfächer fischen. Auch bei der Intermediate würde ich das Vorfach etwas länger halten wollen. So 2,40 m ist, glaube ich, ziemlich ideal. Oder wenn ihr wirklich viel Freiraum habt zum Werfen, könnt ihr auch durchaus 2,90 m Vorfächer verwenden. Das ist alles gar kein Thema. Daumenregel ist, je tiefer ihr fischt, desto kürzer kann auch das Vorfach sein. Also bei einer Floating Intermediate längeres Vorfach, bei Sinktippschnüren, wo ihr ohnehin tiefer fischt, im turbulenten Wasser fischt, da kann das Vorfach auch ruhig kürzer sein. Die Flugschnur hat, wie gesagt, unter Wasser keinen Scheucheffekt und ihr wollt ja Kontrolle über den Streamer haben. Ihr wollt wissen, wo der Streamer sich befindet. Ihr wollt die Bisse haben. Oftmals strippt man ein, man bekommt nur so kurze Anfasser, das will ich ja merken, damit ich schneller einstrippen kann, um dann doch nochmal einen Nachbiss auszulösen. Deshalb, wie gesagt, das Vorfach so kurz wie möglich wählen, aber so lang wie nötig. Welches Vorfachmaterial ihr jetzt benutzt, ob Fluorcarbon oder monophile Schnur, das sei jetzt mal dahingestellt, sei euch überlassen. Also ich habe jetzt, was die Fängigkeit an sich angeht, keinen Unterschied gemerkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, Fluorcarbon, das sieht man ja im Wasser nicht, da kriege ich jetzt mehr Bisse und fange mehr. Das kann ich nicht bestätigen. Natürlich hat es wieder den Vorteil, dass es halt abriebresistenter ist. Deshalb wollte ich natürlich Fluorcarbon nehmen, zumal das Material auch an sich steifer ist
und sich dann natürlich auch besser streckt und gerade schwerere Fliegen besser durch die Luft transportiert. Von daher greife ich schon immer zum Fluorocarbon, aber an der Fängigkeit an sich habe ich bisher irgendwie keine Unterschiede feststellen können. Einen ganz wichtigen Tipp, den ich euch geben möchte, gerade wenn ihr halt Sinkschnüre benutzt und ihr benutzt jetzt ein kurzes Vorfach. Dieses Vorfach ist ja eigentlich nur ein Stück monophile oder Fluorocarbon-Schnur. Das ist jetzt hier, was ist das, 0,25er Schnur. Mache ich am anderen Ende eine Schlaufe rein und das hake ich, oder das schlaufe ich dann halt am Ende der Flugschnur ein. Hat dann allerdings den Nachteil, wenn ich das so mache, dass sich das dünne Vorfachmaterial dann in die Ummantelung der Flugschnur einschneidet. Und ja, so eine Flugschnur kann halt doch mal schnell 100, 120 Euro kosten. Ist ein bisschen schade, wenn sich das da gleich einschneidet. Also wende ich folgenden Trick an. Ich benutze ein kurzes, monophiles Stück Schnur, so 0,40er Durchmesser, sage ich jetzt mal. Mach an jedem Ende eine Schlaufe, tu das dann quasi zuerst einschlaufen und dann am Ende erst mein Vorfach einschlaufen. Oder noch anders, um auch Schnurtrall zu verhindern, ich mache am einen Ende der monophilen Schnur eine Schlaufe, um das dann halt in die Sinktipp einzuschlaufen und am anderen Ende mache ich dann einen Wirbel dran. Das hat dann natürlich noch den Vorteil, dass ich dann Schnurtrall verhindere und dann dort halt mein Vorfach einhänge. Und das ist eine sehr gute Verbindung, muss ich sagen. Die hat sich bewährt. Kein Unterschied jetzt in der Bisserkennung oder dergleichen. Braucht man keine Angst haben und spart halt Geld oder auch den einen oder anderen, ja, wie soll ich sagen, Cut in die Flugschnur. Ja, kommen wir zu den Streamern. Was für Streamer solltet ihr fischen? Ihr müsst natürlich die natürliche Beute imitieren, die der Bachforelle zur Verfügung stehen. Und das sind natürlich in solchen Flüssen meistens Elritzen, Mühlkobben, Weißfische, größere Insektenlarven, Blutegel, solche Geschichten. Ja, um Blutegel gut imitieren zu können, zumindest ist das meine Interpretation, sind schwarze Bullibacker, muss ich sagen, ganz gut. Für die Mühlkobben, natürlich gibt es ja spezielle Streamer, Mühlkoppen-Streamer, Sculpin Patterns genannt, das sind die Teile hier, sind oftmals beschwert, sind auch etwas größer und oft auch mit Naturhaar gebunden. Das heißt, für solche Fliegen werdet ihr wahrscheinlich schon die Schnurklasse 7 benutzen müssen. Und am allerliebsten muss ich sagen, fische ich allerdings, wo habe ich sie? Solche Articulated Baitfish Streamer. Die finde ich ganz cool, sind auf zwei Haken gebunden, haben so ein Gelenk und sind dadurch halt natürlich viel beweglicher im Wasser. Ansonsten würde ich die Farben natürlich auch der Streamer an den Gewässerbedingungen, sprich an die Wassertrübung anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich sehr trübes Wasser habe, fische ich da gerne gelbe Streamer oder orangene Streamer, chartreuse Streamer. Und ansonsten, wenn das Wasser klar ist, eher natürliche Farben. Es gibt so eine Daumenregel, die man so sagt beim Fliegenfischen. An hellen Tagen sollte man helle Muster fischen, an dunklen Tagen dunkle Muster. Kann ich jetzt selber nicht so bestätigen. Also ich muss sagen, an solchen hellen Tagen wie heute, wo die Sonne scheint, fische ich auch sehr gerne dunkle Muster, also wirklich schwarz, oliv. Und an dunklen Tagen, wenn es wirklich so regenverhangen ist, alles, fische ich auch sehr gerne dunkle Muster, ja, genauso wie an hellen Tagen. Und wenn ich so Tage habe, die so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, so mittelhell sind, also es ist nicht so extrem sonnig wie heute, es ist jetzt auch nicht extrem dunkel, da kann es schon mal sein, dass ich auch dann hellere Muster fische. Ich glaube einfach, dass wirkt dann einfach natürlicher, wenn ich jetzt an einem hellen Tag jetzt so einen Streamerfisch, der jetzt so richtig Glitzer hat, das wirkt einfach unnatürlich und das verschreckt eher die Forellen, habe ich zumindest jetzt so den Eindruck. Genauso, wenn es jetzt so richtig dunkel ist, ihr habt jetzt so schwere, dunkle Regenwolken, Regentag und ihr fischt jetzt so ein Glitzerding, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das eher die Fische verschreckt. Also da habe ich auch mit dunklen Mustern bessere Erfahrungen gehabt. Und wenn das jetzt so gleichmäßig ausgeleuchtet ist, nicht wirklich hell, nicht wirklich dunkel, das sind dann so die Zeiten, wo ich auch gerne durchaus solche Musterfische mit ein bisschen mehr Flash drin. Also ich mache das so ein bisschen so vom Gefühl abhängig. Man hat ja dann so nach einer Zeit irgendwie einen gewissen Erfahrungsschatz und weiß dann so, was so fischt, was gefischt werden muss. Und ja, wie gesagt, an hellen Tagen und an dunklen Tagen eher dunkle Farben, natürliche Farben. Und alles so dazwischen fische ich dann auch gerne mal sowas mit ein bisschen Flash drin. Hab da jetzt natürlich noch einen kleinen Nachtrag. Wenn das Wasser natürlich trüb ist, dann kann natürlich Flash auch Wunder bewirken. Ganz klar, unabhängig jetzt, wie die Lichtsituation ist. Ja, wenn ich jetzt fischen bin und ich strippe jetzt die ganze Schnur ein, da fragt man sich jetzt natürlich, ja, wohin jetzt mit der ganzen losen Schnur, ne?
Ich fische mit Schnurkorb und auch ohne Schnurkorb. Ich mache das abhängig von der Situation. Wenn ihr jetzt natürlich von Ufer aus fischen müsst, wollte ich euch einen geschlossenen Schnurkorb empfehlen. Einfach, wenn ihr jetzt einen offenen Schnurkorb nehmt oder gar keinen Schnurkorb nehmt, dann werdet ihr früher oder später an der Vegetation natürlich hängen bleiben. Deshalb da nehme ich einen geschlossenen Schnurkorb vom Ufer aus. Wenn ihr jetzt wartend unterwegs seid, gibt es zwei Optionen. Entweder ich nehme jetzt meinen offenen Schnurkorb vom Arex, den finde ich eigentlich ganz gut. Der ist klein, kompakt, leicht, stört nicht, funktioniert, kein Thema. Aber man kann natürlich auch ohne Schnurkorb durchaus fischen, indem man beim Einstrüppen halt sich selber Schlaufen legt. Das heißt, ich strippe quasi jetzt fünfmal ein, dann nehme ich eine Schlaufe, hänge die an meinen kleinen Finger ein, strippe weiter dreimal, mache wieder die nächste Schlaufe und so weiter und so fort. Dann habe ich halt in meiner Schnurhand mehrere kleine Schlaufen. Und wenn ich dann auswerfe, dann lasse ich die Schnur quasi von meiner Hand wegschießen. Das heißt, meine Finger sind quasi dann mein Schnurkorb. Ein bisschen Übung geht da sogar ganz gut und man muss jetzt nicht extra nochmal einen Schnurkorb mitnehmen. Ja, bevor ich dazu komme, wo ihr fischen solltet auf große Bachforellen, noch einen kleinen Überblick, was ihr auf jeden Fall an Zubehör dabei haben solltet. Natürlich eine entsprechende Arterienklemme, um den Haken zu lösen. Das liegt klar auf der Hand. Ich achte darauf, dass diese Arterienklemme noch eine extra Schneide hat, einfach als extra Absicherung, weil ihr wisst, wie das ist. Man nimmt haufenweise Zeug mit, dann verliert man seinen Schnurnipper und ist weg oder man hat ihn zu Hause vergessen. Dann habe ich hier noch eine Absicherung, dass ich Schneidewerkzeug habe. Was anderes, was man noch dabei haben sollte, eine Hakenpfeile, ganz klar. Denn als Fliegenfischer kann man jetzt nicht wie als Kunstköderangler, wenn da die Haken stumpf sind oder verbogen sind, einfach die Haken austauschen, sondern man muss nachschärfen. Und ich kontrolliere halt den Streamer nach jedem Hänger, auch wenn ich an Holz hängen bleibe, immer, ob die noch spitz sind, scharf sind. Und wenn nicht, dann wird halt entsprechend nachgeschärft, denn nichts ist ärgerlicher. Man angelt stundenlang, dann hängt die 60er Bachforelle dran und geht dann wieder ab, weil halt der Haken halt nicht richtig gefasst hat. So, und jetzt habt ihr natürlich die eine oder andere Forelle schon gefangen. Und nach so einem Forellenbiss sieht der Streamer oftmals so ziemlich verfilzt aus. Deshalb habe ich auch immer einen Kamm dabei. Und ja, ich kämme dann halt meine Streamer wieder aus und dadurch wird dann das Material halt wieder entfilzt und hat dann halt wieder genügend Spiel im Wasser und der Streamer ist quasi wie neu und ist wieder fängig. Eine andere Sache, die man dabei haben sollte, das sind solche Stripping Guards. Die machst du dir um den Finger drum und zwar um den Finger, Mittelfinger oder Zeigefinger, je nachdem, wo du die Schnur halt drüber ziehst. Denn nach einer gewissen Zeit, deine Haut wird aufgeweicht, und wird halt empfindlicher und irgendwann schneidest du dir halt in den Finger ein und das ist dann doch sehr, sehr unangenehm. Ich habe mittlerweile schon eine richtige Hornhaut entwickelt. Ich brauche die nicht mehr unbedingt, aber wenn ich jetzt so 2-3 Tage hintereinander fische, dann muss ich auch das Ding nehmen, weil ansonsten fängt es an zu bluten und das ist unangenehm, wenn du dann die Schnur weiter einstrippen musst. Normalerweise knote ich meine Streamer immer direkt ans Vorfach. Ob man da jetzt einen Schlaufen Knoten macht, dass der Streamer mehr Spiel hat oder nicht, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Auch da habe ich an der Fängigkeit keinen Unterschied spüren können. Man kann für die größeren Streamer ganz klassische Einhänger nehmen, ganz klassische Snaps, wie man es auch beim Spinfischen nimmt. Da muss der Streamer oder auch die Hakenöse, besser gesagt, entsprechend groß sein, damit das Spiel nicht blockiert wird. Von was ich allerdings auf jeden Fall abraten möchte, das sind solche Einhänger, die es im Fliegenfischerbereich gibt, wo man quasi den Streamer so reindreht in so einer kleinen Spirale. Das hat mich nicht nur Streamer gekostet, die nämlich während des Werfens irgendwie abgegangen sind, ja, sondern eben halt auch Fische gekostet. Also im Zweifelsfall immer anknoten. Ein Zubehör, was ich euch noch ans Herz legen möchte, das sind Splitshots. Ich benutze die von Loon. Warum die von Loon? Weil die nicht aus Blei sind, sondern die sind aus Zinn. Das heißt, die sind gut für die Umwelt, sind aus dem weichen Material, lassen sich leicht wieder vom Vorfach abmachen. Das heißt, sind wiederverwertbar. Gibt dir halt die Möglichkeit, ein bisschen universeller, ein bisschen flexibler aufgestellt zu sein. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen unbeschwerten Streamer dran, weil du im flachen Bereich abgefischt hast, kommt jetzt zu einer tiefen Rinne oder zu einem Gumpen. Dann brauchst du jetzt nicht extra den unbeschwerten Streamer abmachen, musst einen beschwerten Streamer dran machen, nur um dann, wenn du wieder in den flachen Bereich kommst, wieder den beschwerten Streamer abzumachen, unbeschwerten Streamer wieder dran zu machen, sondern du machst halt jeweils immer nur entweder einen Splitshot dran oder einen Splitshot ab. Und so kannst du dich halt schnell auf gewisse Gewässertiefen und Strömungsverhältnisse anpassen. Was ich auch mal dabei habe, ist ein Thermometer, Wasserthermometer. Das Thermometer sagt mir nämlich auch, wann es Zeit ist, mit den Fischen aufzuhören. Denn wenn das Thermometer bei mir 19, 20 Grad anzeigt, dann sollte man vielleicht doch nicht mehr auf Salmoniden fischen, das Angeln einstellen. Etwas, was man auch in sein Arsenal haben sollte, egal ob Fliegenfischer oder Spinnfischer, Trockenfliege oder Streamer, das sind Polbrillen.
Und ich habe da mittlerweile mehrere. Ich habe hier diese ganz dunkle Polbrille für ganz helle Tage, so wie heute, die ich auch aufhaben muss, weil mir die Sonne mitten ins Gesicht scheint. Entschuldigt deshalb bitte. Dann habe ich so eine orange-bernsteinfarbene Brille, so für, sag ich mal, normale Lichtverhältnisse, nicht wirklich dunkel, nicht wirklich hell. Bietet dann den besten Kontrast. Wenn es jetzt dunkel ist, so Regentage, dann brauche ich etwas, was mir auffällt. Dann nehme ich gelbe Gläser. Und natürlich, wenn es ganz dunkel ist und da will ich jetzt nicht, oder was heißt ganz dunkel, ist schon, ja, ist eine Morgendämmerung oder Abenddämmerung. Wenn ich jetzt so eine Polbrille aufhabe, ist es gleich komplett dunkel. Dann nehme ich aus dem Baumarkt solche durchsichtigen Schutzbrillen, kosten 10, 12 Euro oder so und schützen halt eure Augen. Und glaubt mir, ihr wollt eure Augen schützen, ihr wollt nicht, dass da irgendwie ein Haken sich in eure Hornhaut reinbohrt. Ein Accessoire, was ich benutze, das ist diese Chorkette. Da wurde ich schon mal in den Kommentaren gefragt, ja, was es denn mit dieser Chorkette auf sich hat. Zum einen ist es einfach dazu da, dass ich meine Streamerbox in den Hals hänge und die Chorkette verhindert halt, dass sich die Schnur in meinen Hals einschneidet. Hat aber auch einen praktischen Grund. Denn zwischen den einzelnen Korksegmenten, sage ich mal, habe ich jeweils einen Wirbel und zwei Karabiner geschaltet. Und wenn ich jetzt einen Streamer gefischt habe, will den Streamer wechseln, dann will ich den ja nicht nass in meine Box haben, sondern dann hänge ich den in so einen Karabiner ein, je nachdem wie groß der Streamer ist, nämlich den großen oder den kleinen Karabiner, und dann stecke ich den in den Kork rein, damit er halt schon mal trocknen kann. Und in jedem Kork habe ich mir jeweils immer vier Schlitze gemacht. So muss ich die Hakenspitze nicht in den Kork reindrücken, sondern ich klemme die Hakenspitze quasi zwischen diesen zwei Korksegmenten, die sich halt durch diesen Einschnitt ergeben, fest. Somit mache ich den Kork nicht kaputt. Die Fliege kann nicht verloren gehen, die hängt draußen fest eingehakt und kann in Ruhe trocknen und die Feuchtigkeit bleibt aus meiner Box. Und es sieht irgendwie cool aus, muss ich sagen. Und natürlich vergesst den Kescher nicht. Ausreichend groß dimensioniert, denn ihr fischt Streamer, ihr fischt auf große Fische. Entsprechend groß muss auch der Kescher sein. Ich selber bin so ein Fan von so längeren Kescher-Modellen. Das ist jetzt hier das Boatnet. Gibt einfach mehr Reichweite. Oder ich nehme zumindest so einen Mitlenk-Kescher. Der Fisch wird schneller gelandet, gerade wenn ihr den Fisch gegen die Strömung einholen müsst. Ist natürlich ein bisschen mehr Reichweite vom Vorteil. Und der Winkel zwischen Rute und Schnur ist dann stumpfer quasi. Und das verhindert natürlich eher den Rutenbruch. Ausnahme ist natürlich, wenn ich jetzt wirklich tief warten muss, so bis hierher, dann ist natürlich ein kurzer Kescher mit einem kurzen Griff vom Vorteil, weil ich dann natürlich besser warten kann und nicht dieses sperrige Modell mit mir mitführen muss. Ansonsten habe ich die Prämisse, dass ich immer den größten und längsten Kescher mitnehme, den ich auch wirklich mitnehmen kann, ohne dass er störend ist. Das heißt, der Kescher ist für mich so groß und so lang wie möglich und so klein wie nötig. Ja, ihr seid jetzt fertig, ihr wisst jetzt, welche Route ihr braucht, welche Rolle, Schnur, Vorfach, Zubehör, Streamer, und jetzt geht's endlich los. Wo sollt ihr wann fischen? Oder anders ausgedrückt, wann sollte man nicht fischen? An so einem Tag wie heute haben wir die Situation, ihr seht selber, die Sonne strahlt runter, wir haben Niedrigwasser, wir haben klares Wasser. Das ist so ziemlich die schlechteste Voraussetzung, um Forellen auf Streamer zu fangen. An Tagen so wie heute würde ich wahrscheinlich dunkle Muster fischen und auch sehr tief fischen. Die Fische gehen der Sonne ein bisschen so aus dem Weg, deshalb würde ich wirklich die tieferen Stellen suchen. Die besten Streamer-Tage, das sind so Tage, ich sag mal, wo so richtiges Sauwetter vorherrscht. Ne? So Regenwetter, es ist dunkel, so Tage, die nicht wirklich hell werden wollen. Und wenn dann auch noch die Situation dazu kommt, dass es regnet und das Wasserlevel steigt und sich auch ein bisschen eintrübt, das ist so richtige so Primetime für Streamerfischen. Dann kommen die großen Bachforellen raus und legen sich auf die Lauer. Kommen wir jetzt speziell zu den Stellen, die ihr abklappern solltet mit eurer Streamer-Route. Allen voran natürlich der klassische Gumpen, wobei ich euch da ans Herz legen möchte, nicht die Tiefe des Gumpens auszufischen, sondern eher den Einlauf, den Kopf des Pools und dann den Auslauf des Gumpens zu befischen, nämlich die flachen Stellen. Die sind wirklich interessant, denn die tiefen Bereiche, da ist oftmals nichts zu holen, gerade bei den ganz tiefen Gumpen. Ihr wisst, die Strömungsgeschwindigkeit nimmt von der Oberfläche zum Grund ab und oftmals ist unten am Gumpen überhaupt gar keine Strömung. Das heißt, der Grund dort ist voll sedimentiert, ist schlammig. Demzufolge sind dort keine Wasserinsekten zugange, keine kleinen Fische, die diese kleinen Wasserinsekten fressen, und natürlich auch keine großen Raubforellen.
Die einzigen Forellen, die dort wahrscheinlich sein werden, das sind die Forellen, die ihr beim Waden verschreckt habt, die in den Pool geflüchtet sind, oder halt Fische, die ohnehin inaktiv sind und sich ausruhen. Das heißt also, ihr solltet mehr so die flachen Bereiche des Gumpens abfischen, Einlauf und Auslauf, weil da ist Sonne zum einen, dort ist Strömung, dort ist Sauerstoff, dort sind Algen an den Steinen, da tut die Wasserinsekten dran fressen, die kleinen Fische wie Elritzen oder wie Mühlkoppen, die fressen dann wieder an den Wasserinsekten, und das lockt dann natürlich auch wiederum die größeren Forellen an. Dort solltet ihr fischen, ansonsten an den Gumpen auch an der Seite, gerade so ein Grenzverlauf, schnelle Strömung, langsame Strömung sollte man nicht außer Acht lassen, aber eben auch das ganz, ganz flache Wasser würde ich auf jeden Fall befischen. Das sind oftmals so die Bereiche, da wartet man rein und dann sieht man einfach nur den Fisch davon schießen. Deshalb tut euch langsam an so einen Auslauf, an so einen Gumpen anpirschen und werft nicht direkt in den tiefen Gumpen rein. Viele denken, je größer und je tiefer so ein Gumpen ist, desto größer ist der Fisch, der da drin steht. Das ist oftmals überhaupt nicht der Fall. Fischt so einen Gumpen sehr systematisch ab, Einlauf und Auslauf. Ein weiterer Hotspot ist natürlich unterhalb von solchen, leider von solchen Querverbauungen. Da stehen auch immer so kleine Gumpen und Querströmungen. Direkt darunter halten sich dann auch immer gerne Forellen auf. Die wollte ich ausfischen, aber auch da, ähnlich wie beim klassischen Gumpen, vergesst den Auslauf nicht. Nicht nur in das tiefe Wasser abfischen, sondern auch den Auslauf und auch hier wieder die Grenzschicht. Schnelle Strömung, langsame Strömung. Auch gerne mal von unterschiedlichen Winkeln anwerfen. Nicht nur einfach geradeaus, sondern dann auch mal von der Seite abfischen, um einfach den Fischen eine andere Präsentation zu zeigen. Ein weiterer Bereich, den man natürlich abfischen sollte, sind natürlich Bacheinläufe. Ganz klar, Bacheinläufe bringen oft kälteres Wasser mit, sauerstoffreicheres Wasser mit, Nährstoffe mit, Wasserinsekten, die abgetrieben werden, Landinsekten, die ins Wasser gefallen sind und angetrieben werden. Das lockt wieder die Köderfische an und dann natürlich auch im Umkehrschluss die großen Raubforellen. Tiefere Rinnen sollte man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Dort kann man den Streamer schön in Deaddrift abdriften lassen, eher wie eine Nymphe oder halt auch aktiv führen. Und auch da wieder sucht die Grenzschicht. Das ist immer ganz wichtig beim Forellenfischen, egal ob jetzt mit Nymphe, Trockenfliege oder mit Streamer. Grenzschichten, schnelles Wasser, langsames Wasser, da stehen die Forellen. Denn das bietet ihnen einfach die Möglichkeit, besonders energiesparend in einem ruhigen Wasser zu stehen. Und wenn das schnellere Wasser, was an ihnen vorbeischießt, Nahrung mit sich führt, dann können sie in die Schnellströme reinschießen, greifen sich den Futterfisch oder die Nymphe und können sich dann wieder zurück in das ruhige Wasser ziehen. Deshalb diese Bereiche immer ganz genau abfischen. Einer meiner liebsten Stellen, das sind auch solche, ich sage mal so Abbruchkanten. Das heißt, man hat eine flache Riesenstrecke und dann sieht man richtig, wie die Kante so runter geht. Und dann ist es auch so eine Art Pool. Und direkt an dieser Kante, da stehen meistens die Forellen. Und die auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und wenn dieser Bereich dann auch noch irgendwie im Schatten liegt und ein Baum drüber wächst oder so, ne, also quasi dann noch ein bisschen Deckung bietet, dann sind das eigentlich immer Stellen, wo immer Fisch stehen muss. Und wenn ihr dann nichts fangt, dann sucht diese Stelle nochmal später am Tag ab. Und früher oder später werdet ihr aus diesen Stellen auf jeden Fall den einen oder anderen Fisch rausziehen. Weitere gute Stelle, die ihr sicherlich schon alle kennt, das sind Bäume, die so halb im Wasser stehen, ne, wo so der Wurzelstock so ins Wasser reingeht. Oftmals sind das die Stellen, wo die Strömung dann auch ans Ufer rantrifft. Deshalb sind die Ufer auch so unterspült. Es ist oftmals dort tiefer an der Stelle. Und das bietet natürlich so eine große Raubforelle zum einen erstmal einen Unterstand, um sich auszuruhen, hat aber Nähe zum potenzieller Nahrung. Das heißt, sie braucht einfach nur aus dem ruhigen Unterstand nach außen gehen und kann schon anfangen mit Fressen. Und das sind halt so Stellen, die wollte ich auf jeden Fall nie auslassen. Abschließend möchte ich euch noch ans Herz legen, lasst die flachen Bereiche nicht aus. Ich habe mit Abstand die größten Bachforellen, die größten Marmorata-Forellen im sehr flachen Wasser gefangen. Teilweise war es nur knöcheltief. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass die größten, räuberischsten Fische im tiefsten, dunkelsten Pool unten stehen und lauern. Das macht aber gar keinen Sinn. Wie ich schon erklärt habe, die müssen dahin, wo die Nahrung ist. Und die Nahrung in dem Fluss ist oftmals da, wo Algenwachstum ist, wo Makrozoobentus ist, also die Wasserinsekten sind, wo die kleinen Fische sich aufhalten. Und wenn ein aktiver Fisch da fressen will, ja, fressen möchte, dann muss er halt genau in diese Bereiche hin, nämlich in die etwas flacheren Bereiche. Ne? Also lasst die bitte nicht außen vor, tut alles haargenau ausfischen. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von mir, ein kleines Tutorial, um so einen Überblick zu bekommen über das Streamerfischen auf Forellen im Fluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, der eine oder andere Tipp war für euch mit dabei. Wenn ihr noch Ergänzungen habt oder Fragen habt, gerne unten in den Kommentaren. Ich lese mir alle Kommentare regelmäßig durch, beantworte alle so schnell wie möglich. Und ja, tut die Tipps und Tricks in die Tat umsetzen. Und ich wünsche euch viel Petri Heil und hoffentlich fangt ihr die Monster-Bachforelle. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.